Romy Buller. Oui, en effet, Pascal, nous sommes avec la jeune Romy Buller. Comment est-ce que vous avez vécu dans la tête ces premiers championnats d'Europe? Also, ich denke, es ist einfach unglaublich, so vor dem eigenen Publikum zu sein. Aber ich kann das gar noch nicht so richtig realisieren, weil ich kenne nur diese EM. Und ich denke, wenn ich das nächste Mal hoffentlich an eine EM gehen kann, dann werde ich spüren, oh mein Gott, ja, diese 1000 Schweizer Fahnen vermisse ich sehr, oder? Weil es werden wahrscheinlich dann nicht so viele. Also, es ist einfach mega speziell und cool. Bah, j'espère vraiment que tu vas te souvenir de cette ambiance et que le public t'a vraiment aidé. J'espère que ça va te porter dans ta carrière, dans la suite de ta carrière. Est-ce que ce non-déclenchement du triple loot au début de ton programme ont beaucoup affecté ta performance ou bien est-ce que tu as simplement... Moi, j'avais l'impression que tu te sentais complètement libre et que tu as pu briller jusqu'à la fin de ton programme. Bah, qu'est-ce que tu en penses? Was denkst du? Ja, also ich glaube, ich habe mich sehr konzentriert für Dreifachlutz und es war vielleicht einfach zu viel und dann konnte ich nicht wie aushalten, dann habe ich einfach gemacht, aber ich habe auch im Training schon oft so gemacht oder einen Fehler und dann muss man einfach next step und es geht einfach weiter und ich konnte mega gut eigentlich abhaken und weiter durchgehen und ich habe gedacht, hey, jetzt nicht irgendwie traurig sein, jetzt genießen. Komm an, es ist so cool und es ist nur eine Kür und ja. Und das hast du gemacht, also ja. Gratulation, wirklich, danke. Es war super, bravo. Danke. Merci Marie-Laure et Stéphane. Vous